Wir befinden uns zurzeit in einem Online-Trainingsprogramm, da wir nicht offiziell unterrichten dürfen, jedenfalls nicht hier in der Tanzschule. Und deshalb bieten wir für unsere Kunden zurzeit Online-Training. Die Leute sind nicht ganz in so einem Schockzustand wie im Frühjahr. Sie kennen es jetzt schon und sie saugen noch mehr nach Beschäftigung für zu Hause, weil es ja nirgendwo was gibt. Der ganze Freizeitbereich ist ja im Moment quasi tot. Und gerade für die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen, wir können uns da nicht beklagen, die üben wirklich zu Hause. Und ich glaube, die brauchen auch mal andere Gedanken. Das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Und wir kriegen auch sehr viel Feedback zurück. Und ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten besonders wichtig. Das erste Mal war es ein bisschen komisch, weil es natürlich schon blöd, wenn man kommt sich ja irgendwie merkwürdig vor, sprichst du da mit so einer kleinen GoPro, aber irgendwann gewöhnt man sich daran. Und wenn man das erste Mal das auch selber gesehen hat, also wenn man sich quasi selber anguckt, da merkt man auch nochmal wieder besser, ah okay, sprich noch mehr mit den Leuten, wie auch immer, dass man wirklich sich vorstellt, hinter dieser Kamera sind deine Kunden. Wenn jemand einen Fehler macht, dann gibt man den natürlich einen Tipp und sagt, pass auf, versuch mal das Bein da und das Körpergewicht vielleicht darauf zu legen. Und das kannst du im Video einfach nicht machen, weil du siehst halt nicht, wie die Leute gerade in dem Moment das lernen. Und das ist natürlich dann schon so ein bisschen schwieriger. Für die Leute vielleicht ist es ein Vorteil, dass man das Video so oft, wie man möchte, sich angucken kann. Aber ich glaube, auch die sind, glaube ich, froh, wenn da jemand ist und sagt, pass auf, versuch das mal so und so, das sieht schöner aus, oder ne? Uns rettet im Moment sozusagen der Monatszahlerbereich, also die monatliche Gebühr bezahlen. Damit halten wir uns im Moment über Wasser, dass wir den Betrieb aufrechterhalten können. Denn der Eventbereich ist ja komplett auf Null, da geht ja gar nichts mehr. Wir mussten jetzt auch für Silvester, Coolpartys, wir haben alles bisher oder fast alles schon zurückgezahlt. Denn die Leute behalten nicht. Die Politik sagt immer, seid solidarisch, aber ganz ehrlich, ich kann die Kunden auch verstehen. Würdest du eine Silvesterkarte fürs nächste Jahr behalten, wenn du gar nicht weißt, was ist denn nächstes Jahr? So, und deshalb ist es für uns auch so wichtig, dass es jetzt irgendwann wirklich mal weitergeht. Wir können das so nicht ewig halten, das muss man klipp und klar sagen. Es ist ganz wichtig, auch gerade für die Kinder zum Beispiel und Jugendlichen, die mitunter auch tatsächlich große Angst vor diesem Virus haben, dass die mal auf andere Gedanken kommen. Oder auch Paare von mir, die gesagt haben, oh, wie schön, die selber Sorgen haben, Ängste haben. Oh, wie toll, jetzt sind wir mal eine halbe Stunde zusammen im Wohnzimmer und denken mal an was anderes. Also ich hoffe sehr, dass es bald weitergeht, weil man hat schon gemerkt, im ersten Lockdown oder nach dem ersten Lockdown, auch ich persönlich kam halt sehr, sehr schwierig wieder zur Fahrt. Also ich habe echt lange gebraucht, bis ich wieder bei 100% war. Und deswegen, je länger das dauert, umso schwieriger wird es für alle. Für mich, für die Kunden bzw. für die Schüler. Das wird dann hoffentlich nicht allzu lange mehr dauern. Ne? Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man zumindest, wie wir versuchen, über Videos, ja, selbst wenn es zu 50% ist, dass man wirklich dabei bleibt und wenigstens ein bisschen in Bewegung ist. Wir kommen zu euch ins Wohnzimmer. Genau. Okay, dann hast sehen wir uns. Nee, eigentlich nicht. Okay. Na? Dann eine schöne Woche, ihr Lieben. Genau, bleibt gesund. Liebe Grüße aus der Tanzschule. Tschüss.